Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Und heute möglicherweise vielleicht mit einer Blogger-Weltpremiere, bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich war ja vor ein paar Tagen, mittlerweile bin ich in Seattle angekommen, in Portland und habe mir da Cascade Barrel Brewing angeschaut. Und Cascade Brewing, die machen ausschließlich Sauerbiere, haben damit 2006 angefangen. Und das Ganze läuft unter der Leitung von Ron Gansberg. Und das ist halt wirklich ein Tausendsasser. Und auch da habe ich wieder in der Brauerei eine Kollaboration mit De Molen gefunden. Und ausnahmsweise kein Sauerbier. Sie machen auch ein paar andere Biere. Hab mir das sehr, sehr ausführlich angeschaut. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an Ron Gansberg und Patrick Kapler, den Facility Manager vom Blending House, die mich da wirklich sehr, sehr intensiv zur Brust genommen haben. Ron war leider nicht da, aber Patrick hat seine Stelle eingenommen und hat mich dann noch an Nick in der Brauerei vermittelt. Das Ganze lief über mehrere Etappen und dann habe ich den Abend im Tasting Room in der Stadt ausklingen lassen. Was er mir allerdings mitgegeben hat, und jetzt kommen wir zur Weltpremiere, ist Vitis Noble. Und das ist ein Sour Wheat und Blond Ale Verschnitt, 16 Monate im französischen Eichenfass gelagert und dann anschließend noch mit Willamette Chardonnay Trauben verschnitten. Cascade, und das werdet ihr dann im Video auch sehen, machen fast ausschließlich Sauerbiere mit Frucht. Dieses Bier soll 40 Grad Fahrenheit haben. Und gut, dass ich daran gedacht habe, Fahrenheit, natürlich keine 40 Grad Celsius. Und das ist ungefähr so um 5 Grad. Und mein Kühlschrank ist schweinekalt hier. Das passt aber sehr, sehr gut. Den habe ich jetzt mal einen Augenblick draußen gelassen. Dann dürfte das halbwegs passen. 9,1 Volumenprozent Alkohol, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, Northwest Sour Ale, Barrel Aged Wheat and Blond Ales with Chardonnay Grapes. Habe ich ja gerade gesagt. Und dann gehen wir uns das Ganze auch mal an. Und jetzt mache ich das wieder. Patrick, der hat das nämlich in der Brauerei so super hingekriegt, das Ding so richtig rausschießen zu lassen. Hey, hey. Jetzt ist mein Fernseher, glaube ich, gerade hin. Kein Problem. Alles für die Wissenschaft. Und ich muss mich an dieser Stelle vermutlich wirklich mal für das Glas entschuldigen. Aber was soll ich tun? Ich habe kein anderes und das eben gerade noch feinsäuberlich gesäubert. Ja, das ist eine... Oh, da sieht man so eine leichte, schlierige Trübung drin. Das ist jetzt nicht, weil mein Glas nicht geputzt ist, sondern das sind ja möglicherweise irgendwelche aufgewirbelten Hefen, die da drin sind. Der Schaum oben drauf verzieht sich relativ schnell und dann ist es eigentlich eine hellere Farbe, als das da in der Kamera aussieht. Das ist eher ein, wie gesagt, schönes, helles Gelb. So, und an dieser Stelle hat sich eben gerade aus irgendeinem Grund die Kamera abgeschaltet. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ich habe jetzt mal die Speicherkarte und den Akku gleichzeitig gewechselt. Beides war noch ausreichend voll, aber irgendwie, was ist passiert? Wir waren gerade am Reden über die Farbe des Bieres. Und wie gesagt, es hat eine schöne, hellgelbe, leicht getrübte, auch durch die diese Hefeschwebstoffe, leicht getrübte Farbe darin und oben der Schaum, der löst sich dann stilgerecht, auch hätte ich jetzt fast gesagt, dann recht schnell auf. In der Nase ganz intensive tropische Früchte, die Flasche ein bisschen mehr. Es ist so Birne mit dabei, aber leicht säuerlich auch. Und natürlich Chardonnay-Wein, der ist dann sehr, sehr präsent. Ja, ich würde sagen, cheers. Geschmacklich hat das natürlich jetzt als ganz erstmal einen kräftigeren Säureeinfluss bei diesem Bier. Es ist aber auch so Melone mit dabei. Die Birne zieht sich noch so ein bisschen durch. Also dieses Apfel-Birne-Thema ist mit dabei.
Dann auf der anderen Seite sind unverkennbar damit dabei Holzfassnoten. Das sind jetzt aber keine so vanilligen Töne, wie man es manchmal kennt. Handelt sich auch nicht um Rotweinfässer, sondern es sind eher diese schönen holzigen Noten, die mit dabei sind. Und natürlich die alles begleitende Säure bei diesem Bier nach wie vor mit dabei. Was ihr auch schon gesehen habt, ist diese recht kräftige Kohlensäure. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das bringt mich so ein bisschen auch auf den Gedanken, dass dieses Bier nicht nur von der Aufmachung her in dieser schönen Champagnerflasche, sondern auch durch diesen recht hohen Weißweinanteil und die Kohlensäure in der Verbindung als sehr, sehr guter Prosecco-Ersatz dienen könnte. Also man hat einfach so ein bisschen dieses prickelnde Gefühl, man hat dieses weinige Gefühl, aber auf der anderen Seite natürlich auch diese Biereinflüsse, leicht hefige Noten, fruchtige Noten, die man möglicherweise nicht so sehr kennt. Man hat ein bisschen Weizen mit dabei, die sich aber alles sehr, sehr harmonisch in dieses ganze Gesamtgefüge einbauen und damit eben jetzt diesen ersten Eindruck von einem, ja, so ein bisschen prickelnden, säuerlichen Getränk nicht sofort mit so einer Biernote auslöschen. Und damit kann dieses Bier natürlich auch ein schöner Einstieg für Weintrinker sein, die für sich so ein bisschen die Welt der Craft-Biere entdecken wollen. Und auch Sauerbiere sind ja nicht immer das Einfachste für Bierliebhaber, auch wenn sie Bier mögen. Aber Sauerbiere, das ist dann so der nächste Schritt. Und damit kann man natürlich so eine Brücke bilden, und die damit auch einladen. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr gut gelungen. Vom Körper her sehr schlank gehalten, wundert jetzt weiter nicht. Es ist tatsächlich dann sehr Prosecco-lastig, hat eine schöne Süße auch hinten raus. Kohlensäure ist auch ähnlich intensiv wie bei einem Sekt. Und hinten raus dann kommen so diese fruchtigen Noten, diese Birne, die Melone, der Apfel kommt ein bisschen noch zurück, so ein ganz leichter Hefeeinfluss und Weizen ist auch dann nachher noch mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einige Biere zusammen mit dem Patrick Kappler in dem Blending House versucht und für mich hat sich die Sichtweise auf Sauerbiere grundlegendst verändert. Also allein die Art und Weise, wie die hergestellt werden, ihr werdet das wie gesagt im Video noch sehen, aber auch die Wissenschaft für die Fässer, diese Liebe, die auch dahinter steckt, die war schon sehr, sehr beeindruckend. Deshalb und nicht nur deshalb, aber auch gibt es für das Cascade Brewing Vitis Noble von ProbierTV möglicherweise bei der Weltpremiere eines Bloggers für dieses Bier. Es erscheint offiziell am 12. September, das ist der Dienstag und da bin ich dann in Vancouver, gibt es von ProbierTV 4,5 Punkte für das Vitis Noble von Cascade Brewing aus Portland. Und das ist ein Barrel-Aged Wheat and Blonde Ale with Chardonnay Grapes aus dem Jahre 2016. War ja auch 16 Monate lang im Eichenfass gelagert. Wenn ihr dieses Bier kennt, und das ist natürlich bei diesem Bier jetzt relativ schwierig, aber wenn ihr die Biere von Cascade Brewing kennt, und ich habe mit dem Patrick geredet, die werden zumindest nach Skandinavien werden die exportiert und da muss es ja dann irgendwo die auch die ein oder andere Quelle bei uns geben, bin ich mal wieder für sachdienliche Hinweise dankbar. Die Gelegenheit dazu habt ihr bei Facebook, YouTube oder auch im Blog und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.